Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist S. Reiter, wir sind in Folge 186 von Aborion und sind einen Sektor weiter. Wir sind auf der Suche nach der Bruderschaft, die da irgendwas an irgendeiner Pinnwand geschrieben hat. Schauen wir gerade mal rein, ja, hier gibt es 2, 4, 6 Stationen, da wollen wir gleich in die Pinnwand gucken, ob da vielleicht was bei ist. Dann würde ich sagen, bis gleich nach dem Intro. So, dann gucken wir mal nochmal hier rein, dann klicken wir da und dann F, schwarzes Brett, da steht nix, Kristallfarm S, F, schwarzes Brett, Lieferung Kristalle ist nicht das richtige, Solarkraftwerk, F, schwarzes Brett, keine Nachricht, noch ein Solarkraftwerk, schwarzes Brett, keine Nachricht und Solarkraftwerk S, schwarzes Brett. Energiezellen brauchen wir da, nix. Und Ressourcendepot haben wir dann noch, UEC. Schwarzes Brett und keine Nachricht. Okay, dann ist das erledigt hier in dem Sektor. Das bedeutet, wir sind ja dann auf dem Weg zum nächsten. Ne? Wir müssen ja jetzt irgendwo ein schwarzes Brett finden, wo sowas steht. Ne, Notruf möchte ich jetzt nicht. Da, ja, wir sind hier hingesprungen und da gab es dann, glaube ich, die Nachricht für den für die Nebenquest, ne? Aber wir fliegen dahin, aber wir nehmen da keine Quest dann an. Wir gucken nur rein, ob es vielleicht die Bruderschaft da noch was hingeschrieben hat, ne? Dass wir das auch noch erfahren. So, bitte einmal aufladen. Macht da auch. Und Jump. Da gibt es eine Waffenfabrik. Warte, wir mussten hier drücken. Ne, gar nicht. Was war das für ein Symbol da? Ach, das muss ein Händler sein. Mobiler Geschützturmhändler, okay. F war gefragt. Nix. Und das hat der Handelsposten. Lieferung Helium auch leider nix. Jetzt kommen, wenn wir da schon sind, fragen wir den auch nochmal was. Ausrüstung handeln. Der hat aber nichts Geiles, oder? Nur diese Schäden kann Geschütztum und da kann man nicht. Interessant. Okay, da haben wir noch 2 Sachen liegen. Vielleicht müssen wir das Wurmlochgerät noch woanders einbauen, ne? Tja, sollten wir uns auch mal drum kümmern. Machen wir in einer der nächsten Folgen. Da ist er ja, der Händler. Gut, das heißt, hier sind wir auch nicht fündig geworden. Jetzt mal die Reise dahin. Einmal Gas geben. Abkühlen. Ne, schon sofort aufladen. Passt, ne? So, nächster Sektor, nächstes Glück. Laden. Geladen. Was war das da links? Was ist das da links? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Interessant. Ach, der schubst ein Dingens weg, einen Asteroiden weg, weil der ihm zu nahe ist. Habt ihr das gesehen? Der oben fliegt da, da. Ist jetzt hinter dem anderen und vielleicht kommt er hinterher. Ja, da, 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 da. Sehr krass. Okay, wir sind aber erstmal hier. Das habe ich auch noch nicht gesehen, gelbes. Ach, das ist einfach nur eine andere Fraktion, ne? Oder was? So, dann einmal hier rein. Nix am schwarzen Brett. Handelsposten. Auch nichts am schwarzen Brett. Das Tor ist halt nur ein einfaches Tor, was in einen anderen Sektor mit einer anderen Fraktion geht, denke ich mal, ne? Dahin oder nach Norden? Eins von beiden. Machen wir dahin. Das war falsch. Ne, das war richtig und da war richtig. So. Springen wir da mal hoch. Ja, der Hyperraumantrieb auf. Sprungroute wurde berechnet. Läuft, ne? Ja, ist ein bisschen mühselig, jetzt was zu finden, ne? Aber es stand da, dass es an schwarzen Brettern hängt, was die Bruderschaft wissen will. Aber wahrscheinlich nicht in diesem Bereich, näher am Zentrum oder so. Ich weiß es nicht. Reisezentrum.
12 Fusionskerne wollen die haben. Gibt nur das Reisezentrum, okay. Aber vielleicht können wir beim Reisezentrum auch ein anderes Ziel mal gerade auswählen. Reisezentrum. Sprungreichweite plus 7, Flottenboost. Energiezellen 10 kostet mich das dann. Weil jetzt 20. Der Boost sind es nur 5. So, da kann man auch ganz weit reisen, okay. Aber dann braucht man das schon alles. Aber das haben wir ja alles nicht da. Wahrscheinlich haben wir noch nicht mal Energiezellen im Boot, im Schiff. Also das braucht man dann nicht. Ja. Das. Und dorthin. Ja, aber Schilde sind praktisch nutzlos gegen Plasmawaffen, sagt er. Ja, dann ist das so, ne? Berechnet noch. Sprungroute wird berechnet. Ist berechnet, wir können springen. Sehr gut. Wunderbar. Das ist ein bisschen doof, ne? Wenn man da so jetzt lange hinterher sucht und nichts findet. Und hier gibt es einen Schrottplatz. Der wird wahrscheinlich keine Aufgabe haben, ne? Naja, hat er auch nicht. Das bedeutet, wir springen weiter und haben hier aber gar keine grünen Blipse mehr. Der letzte grüne ist da. Super, oder? Dann springen wir so weit wie möglich nach da. Abgekühlt ist und es geht auf. Hier ist eine Masse-Signatur wieder. Ah, guck mal, dann nehmen wir die. Die ist ziemlich weit am Rand. Das ist schon mal gut. Hier ist ja nichts, ne, oder? Hat mal geguckt, bestimmt. Route ist berechnet. Ausrichten und springen. Wunderbar. Das ist eine Bergbaustation. Sieht schon gewaltig aus, sowas, ne? Guck, da wird wieder so ein Ding ins Weg gestupst, so ein Asteroid. Seht ihr das da? Die sind zu nah in der Einflugschneise, dann wird er aufgeräumt. So, Bleimine. Hat die was am schwarzen Brett hängen? Nein. Edelmetallmine. Zwei Fusionsgeneratoren brauchen die. Haben wir nicht. Lieferung Gold, auch nicht. Kein Auftrag. Kein Auftrag. Und die Eismine. Ein vermisster Freund. Ich weiß nicht, was das da heißt, dieses Symbol davor. Ist auf jeden Fall schwer. Lieferung Wasserressourcenknappheit. Azu. Bergarbeiterin. 55, letzter Aufenthaltsort, 348. Ich habe schon lange nichts mehr von meiner guten Freundin Azu gehört. Normalerweise sich regelmäßig, aber darauf warte ich ergiebig. Ich befürchte, ihr ist ein Glück zugestoßen. Einziger Hinweis bisher ist ihre letzte Nachricht, dass sie auf dem Weg zu Sektor 348 wird. Ja, ich bin so ein Mensch, der sowas dann nicht so stehen lassen kann. Ich will dem doch helfen, ne? Das müssen wir machen, ein vermisster Freund. Das ist zwar eine vermisste Freundin wahrscheinlich, aber... 348, 217. Was sagt denn die Karte? Ist das auf dem Weg? Ne, ist zurück. Da wäre das. Ne, machen wir nicht. Schweren Herzens sage ich nein. Hier gab es jetzt keinen grünen Blips, ne? Ne. Nehmen wir mal die Masse-Signatur da an. Haben wir hier schon alles durchgeguckt? Ja, haben wir.
Wo ist denn jetzt das Viereck hin? Da unten. So. Ich habe an die Wirkung einer offenen Tür, auf den Sog, okay. Lauter Solarpanels hier an dem Schiff, sehr schön gemacht. Hier steht, dass wir alleine sind, aber wir sind nicht alleine, da vor uns ist doch was. Ach, das ist ein Wrack, okay. Das sah so bunt aus, da dachte ich, das wäre noch was. Ja komm, egal, brauchen wir nicht. Weiter geht die Reise. Jetzt habe ich es markiert, wa? Egal. Fliegen wir weiter voran. Wir haben leider noch nichts gerissen. Immer noch nichts gefunden hier. Ärgerlich. Ja. Ein Handelsposten. Lieferung Wasser. Die sollen sich ihre Wasserkiste selber holen, ey. Kein Auftrag. Fregatten können auch nichts, ne? Ne, das war falsch, das ist richtig. Oh, hier ist so ein toller Schlitz. Das bedeutet, wir fliegen mal hier hin und hoffen, dass wir da dran vorbeikommen an diesem Riss. Hier die Wasserloser der Station. Auf geht's. Route noch nicht berechnet. Mann, ey. Und Jump. So, neuer Sektor, neues Glück. Dieser Riss ist wohl länger da oben, aber ich glaube, wir kommen da vielleicht dran vorbei. Schrottplatz. Ein vermisster Freund. Ist die auch da? Und nur noch 10.000 weniger. Nee, machen wir nicht. Hier war ein Blips, ne, oder? Achso, da ist es ja schon. Ja, da geht's los. Wir springen. Schade, dass wir da jetzt nichts finden, ne? Ah, da kommen wir vorbei. Das ist schon mal etwas. Carbonextraktor. Carbonlieferung. Noch eine wahrscheinlich. On-Lieferung Carbon. Milchfabrik. Da schreibt die schwarze Bruderschaft was dran. Ne, die Bruderschaft war es noch nicht, die schwarze. Lieferung Weizen. Auch nicht so wirklich, ne? Kein Auftrag. Ist schon ein bisschen doof, ne? Also das hatten wir schon, ne? Gut, dann würde ich sagen, springen wir weiter gen Zentrum. Aber ich würde auch sagen, wir machen hier einen Cut. Ich springe weiter und suche und will hoffen, dass wir da irgendwie was erreichen. Ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass da nichts an den schwarzen Brettern hängt. Aber vielleicht ist es auch, weil wir zu weit weg vom Zentrum sind. Mal gucken in der nächsten Folge, wie es da weitergeht. Zum ganz Gefallen tut es mir gerade nicht, aber ist halt so, ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.